Es ist der 23. Dezember 2023. Das hier ist nichts Aufregendes, es ist aber unlogisch und vor allem geht das seit Jahren so. Wenn man bei Ortel Mobile, egal ob über App oder über die Internetversion, über die PC-Version, eine kostenlose Tarifoption wählt, das steht dann hier trotzdem bei Optionspreis 0,00 Euro. Das ist ja schon komisch, da müsste eigentlich einfach nur kostenlos oder gratis stehen. Beim Preis von 0,00 Euro ist halt für Dumme angegeben, ja, damit es jeder merkt, aber macht insofern ja keinen Sinn. Es gibt eigentlich keinen Preis von 0,00 Euro, aus verständlichen Gründen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist dann, wenn es eben kostenlos ist, warum steht dann kostenpflichtig buchen? Das stand auch monatelang bei der App, vor allen Dingen 2021 oder 2022. Da gab es immer, je nachdem welche Tarifoption, welchen Tarif man hatte, gab es dann da immer monatlich Datenvolumen gratis und da stand das auch immer. Das regt mich halt auf, weil es sinnlos ist. Was soll das? Wenn es kostenlos ist, kann man es nicht kostenpflichtig buchen.